Mane ist Chat, Chat ist Baba, Baba ist Jo. Jetzt geht's los. Baba ist Jo, das neue Spiel. Und auf geht's. So, zack, Vorhang. Aha. Gebastelt. Das ist mein Tanzbereich hier. Das ist alles meins. Das gehört schön mir hier drüben. Upsi. So. Baba Baby. Okay. So, schauen wir mal, was hier so geht heute. Also, Baba ist hier ein kleines Rätselspiel. Wir rätseln uns durch die Levels, für die wir selber auch die Regeln bestimmen. Das wird ein bisschen spaßig, zu gucken, wie das funktioniert. Ich würde sagen, wir starten mal. Hier, ich habe schon mal eine Sekunde, eine Minute, habe ich schon mal reingeguckt, ob das Spiel funktioniert. Da gehen wir einfach mal, gucken wir mal rein. Oh nö. Weißt du was? Wir gehen da mal rein, aber wir wollen das erstmal hier erase, save. So, damit ihr auch schön. Hä? Den gibt's nicht. Ja, erase, save, den. Ja, yes. So, und jetzt können wir uns schön das Intro angucken. Und los geht's. Ich möchte bitte das Intro sehen. Auf geht's. Intro, go! Wir sehen ein paar Blumen. Wir sehen... Oh, Baba. Baba wird zu Baba. Das ist die Schrift Baba. Und das ist die Figur Baba. Das ist die Figur, die wir steuern. Aber das sind wir quasi auch. Das ist die Wall, aber das ist die Bezeichnung von der Wall. Das hier sind die drei Steine, aber das ist die Bezeichnung vom Stein. Und die Flagge ist in der Regel das Ziel. Und jetzt kommen die Regeln. Achtung, Baba, Flag, jetzt passiert hier, glaube ich, was. Batz. So, Baba ist... Ja, wir möchten gern sehen, was Baba ist. Und los, rote Blume, verrat uns, was ist Baba? Oh, you, wir sind Baba. Geil, okay. Hiermit kann ich laufen? Okay, safe. Und los geht's. Also, folgende Regeln existieren gerade. Schon der Start ist schwierig. Baba is you. Das heißt, das hier oben, was hier über uns steht, sind die Regeln. Wenn wir das verändern, haben wir ein riesiges Problem. Das sieht dann so aus. Und damit haben wir schon verloren, weil wir sind plötzlich nicht mehr Baba. Wir sind plötzlich keine Spielfigur mehr. Coolio, das ist ja wie bei René Magritte. Ceci ne paui pipa. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist. Gut, wir können das nochmal rückgängig machen. Wir können Flag is Win. Das heißt, wenn wir hier drüben schön in die Flagge reinlaufen, haben wir gewonnen. Das ist quasi Flag is Win. Rock is Push. Das heißt, wir können den Stein hier bewegen, solange Rock is Push ist. Falls Rock auf irgendeine Art und Weise nicht mehr Push ist, dann können wir hier plötzlich nur noch durchlaufen. Was wir nicht können, ist durch die Wand gehen, weil Wall is Stop. Wenn wir jetzt sagen, hier, Wall ist jetzt nicht mehr Stop, dann können wir da durchlaufen. Und man kann zum Beispiel die Regeln verändern, indem man sagt, hey, Leute, ich will jetzt nicht mehr Baba sein, sondern zack, Wall is you, zack, und plötzlich sind wir die Wand. Seht ihr das? Ja, easy schmeasy. So, und dann kann man prinzipiell als Wand ins Ziel reinlaufen und hat gewonnen. Und das ist quasi schon das erste Level. Sissi ne pa Baba. Mach mal Baba is Win. So, jetzt bin ich wieder Baba. Wir dürfen uns nicht so viel, glaube ich, mit dem... Aber, na warte, Baba ist Win, dann sind wir nicht mehr Baba. Weißt du, was dann passiert? Ich zeig dir, was dann passiert, wenn Baba ist Win ist. Dann haben wir nämlich automatisch verloren, weil wir nichts mehr sind. Wir sind nichts mehr. You ist aus. Wir sind nicht mehr you. Deswegen, was wir machen könnten, ist, glaube ich, Baba ist you ist Win. Ich glaube, man kann so Sätze auch verbinden. Nope. Vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Aber es zählt sowohl von links nach rechts als auch von oben nach unten. Das heißt... Ja, wir können Folgendes machen. So, wir nehmen die Flagge jetzt hier mal weg. Und holen uns schön Baba is Win noch dazu. Und dann könnte das funktionieren, was du forderst. Zack! Und schon nochmal gewonnen. Weil wir Baba sind und wir sind Win. So, das sind die Regeln des Spiels. You must win. Das ist so mindblowing. Gesundheit. Ja. Okay.
Ihr seht schon, das ist jetzt übrigens... ich setze mich mal woanders hin. Hier zum Beispiel. Ich bin jetzt hier oben. Hallo, falls ihr mich nicht gesehen habt, bin jetzt hier oben. Ne? Man sieht schon, das ganze Spiel-Overlay, dieses ganze das Menü quasi, ist auch schon ein Level irgendwann. Vermute ich mal stark, weil Flag is Win, wir haben noch keine... Haben wir eine Flag irgendwo? Nee. Die taucht mit Sicherheit irgendwo auf, aber wir sind auf jeden Fall Baba. Nee, Baba ist aber auch nirgendwo zu sehen. Na gut. Where do I go? Level 1. Level 1, easy, schmiesi. Wir sind hier unten, Wall is stop. Wir kommen erstmal nicht raus. Das ändern wir erstmal. Baba is you. Ja gut, das sind... was hatte der Mene gesagt? Ich soll mal machen, you is win. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss die Reihenfolge der Darstellung einhalten. Es geht immer los mit so einem Text, der nicht umrandet ist. Das ist der Start quasi. Du kannst, ich glaube, you is win funktioniert nicht, weil es zwei eingerahmte Sachen sind, die sich jetzt bedingen würden. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht... Ne, ist er hier? Das ist, leuchtet nicht auf in dem Fall. Wir könnten aber wieder das einfach easy machen. Machen wieder Baba is win. Safe. Aber you is win funktioniert nicht. So, jetzt haben wir schon mal das erste mitgekriegt, was nicht so ganz funktioniert. Level 2. Now, what is this? Ich gehe mal... Wo will ich denn hin? Nee, jetzt bin ich hier vor dem Chat. Ist auch nicht so geil. Hatte ich nicht auch was rechts oben? Das habe ich nicht mit drin. Shit, ich habe auch noch was... Naja. Eine Voreinstellung ist scheinbar verloren gegangen hier bei mir. Naja, ist nicht so tragisch. Bleibe ich erstmal hier rechts unten. Bisher passiert da noch nichts. Gut. Sei die Wand. Wo bin ich denn überhaupt? Ich... Aktuell Wall is you. Aktuell sind wir die... Aktuell sind wir die Wand, ja. Flag is stop. Damit hören wir mal auf. Wir holen uns... Baba gibt's nicht. Was wäre, wenn ich jetzt machen würde, Baba is you? Wir haben ja gar keinen Baba. Und genau das ist das Problem. Gut, wir bleiben also die Wand und nehmen vielleicht hier die Flag als Win. So, Flag is Win. Easy schmeasy, zack. Level up. Frage, wollen wir das hier alles so nacheinander durchgehen? Alle Level 1, 2, 3, 4, 5? Oder wollen wir den schnellsten Weg uns bahnen, um irgendwie in ein Ziel zu kommen? Option 1, alles. Option 2, schnell. Level up, schnell. Also wir haben jetzt 1, mehr der Mene ist für alles. Nordström ist für schnell. Dann sind nur noch 2-3 Leute im Chat. Entscheidet doch. Weil ansonsten können wir direkt zur 5 springen. Und überspringen einfach mal hier locker, easy schmiesig 3, 4. Was sagt er? Rückmeldung go. Wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir können nicht so ewig rumhängen. Gaby Gabman will alles machen. Juli Dalla, was hast du? Alles. Alles klar, wir machen alles. Ansonsten verpassen wir natürlich was. Das könnte sein, dass wir dann außersehen irgendwie noch was verpassen. So, wo sind wir? Was sind wir? Wir sind Baba, wir sind da oben. Okay. Baba is you, Wall is stop. So, jetzt haben wir das erste Problem schon. Das ist oben in dieser Ecke drin. Seht ihr das? Da oben. Da oben in dieser Ecke. Hier. Hier drüben. Hier drüben in diesem Kasten, wo ich jetzt auch fast drin bin. Hier in dem Kasten, da stehen jetzt die Regeln drin. Und da kommen wir gar nicht ran. Weil Wall is stop und das können wir schon nicht verändern, weil wir nicht durch die Wand kommen. Water is sink. Das heißt, wenn wir da reinlaufen, fallen wir... Dann verschwindet das Wasser und wir sind auch weg. Haben wir Rock is push? Ja, wir haben Rock is push und Flag is win. Das heißt, ich schiebe den mal da rein. Zack. Und dadurch ist das schon mal weg. Und jetzt... Nee, ich schiebe das mal, glaube ich, lieber woanders hin. Ich gehe mal lieber durch die Mitte durch. So. Jetzt hole ich mir mal den einfach mal rüber. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Okay, Rock is push, Flag is win. Ah nee, wir machen einfach Rock is win. Und fertig ist der Lack. Zack. Ich glaube, das Spiel, das kriegt uns dran, oder was?
Dann auch Rocks Win machen. Ja, der Mena hat das schon direkt gecheckt, was los ist. Still out of reach. Ja, Carlo, das wundert mich jetzt auch, du mit deiner Fogmo. Du sagst, nee, komm, wir brauchen den ganzen unteren Level nicht. Oh, Skull is defeat. So, das ist unser Baba. Rock is push. Wir können hier alle drei Rocks erstmal rauspushen. Flag is win, Baba is you. Skull is defeat. Das heißt, passiert dir was, wenn ich was da reinschiebe? Nee, da ist mir nichts. Aber wenn ich reinlaufe, dann bin ich weg. Achso, ja, ich sehe da schon eine Lösung. Ich schieb die einfach mal dahinter. Dann lösen wir schön Skull is defeat auf. Haha, Skull, du kannst uns gar nichts, Junge. Guck mal, wie ich hier auf dir rumlaufe, Freund Blase. So, Flags win. Und tschüss. Läuft. Level 5. Ich sag doch, wird ein Heimspiel. Ich glaube, wir spielen das ganze Spiel heute durch. Lava is hot. Okay. Das können wir schon mal nicht verändern. Wall is stub. Das heißt, Lava ist hot und Wall is stub ist schon mal komplett gesaved, weil wir das jeweils nicht verändern können. Wo ist denn Baba? Baba ist hier oben. Wie komme ich denn da raus überhaupt? Achso, ich muss es erstmal zur Seite schieben. Okay, so kommen wir hier raus. Den Rock nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch mit Lava? Besser gewesen, Lava is you zu machen? Wahrscheinlich schon, ne? Lava is push. Ja. Geht wahrscheinlich. Oh ja. 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 Kann man jetzt mit Lava durch die Gegend schieben. Das sind so... Oh, ich kann es nicht nach unten schieben. Ah, okay. Das sind so... Hier kann man bestimmt lustige Bilder und sowas machen. Oder auch nicht, weil sich einfach nichts weiter verschieben lässt. Gut. Hätte man mal in Pompeji einfach sagen sollen. Leute, Lava ist push. Lava ist push. Was macht ihr? So, aber wir lernen so zumindest ja schon mal ein paar Begriffe kennen. Level 6 sagt uns... sind raus aus den Limits. Keine Grenzen mehr für uns also. Rock is stop. Skull is defeat. Flag is win. Das sind die unveränderlichen Regeln. Baba is you. Und Wall is stop. So, wir lösen Wall is stop auf. Und dann haben wir immer noch Skull is defeat. Ja, machen wir halt Wall is you oder was? Hä? Zack, Wall is you und jetzt... Achso, ja, guck mal, das defeatet immer nur ein Teil von uns. Wenn wir viele sind, wenn wir ein großes Objekt sind aus vielen einzelnen Elementen, ist das überhaupt kein Problem. So, und dann holen wir uns noch Grassyard. Mal sehen, was der Grassyard mit uns vorhat. Baba is you, Flag, win. Grass is stop. Das ist das... Ich kann, da komme ich schon mal nicht durch. Aber ich kann es von hinten hochschieben, ja. Ah, nee, geht auch nicht, oder? Nee, dann komme ich da oben nicht weiter. Nee, jetzt habe ich hier ein Problem. Okay. Rückgängig. So, kann ich mir jetzt schon wünschen, was du als nächstes spielst? Ja, hau raus. Ich wäre immer noch für Little Nightmares, aber gerade nicht so auf große Zuneigung ist es gestoßen. Also, wir haben nur ein Is. Das heißt, wir müssen das Flag zu Baba hochkriegen. Aber wie? Wir kriegen es doch. Grass is stop. Am Grass komme ich nicht vorbei. Okay, es geht los. Overcooked, okay.
Ja, aber Overcooked ist ja nichts, was man alleine spielt. Es macht doch allein kein Game. Außerdem ist das ja ein Konsolenspiel hauptsächlich. Sims. Das ist auch nichts, wo die Community mitmachen kann, Carlotta. Ansonsten kann ich auch irgendwelche Counter-Strike-Dinger spielen oder so. Das lockt viel mehr Leute an, aber da kann man nicht mitspielen, das ist das Ding. Und bei so Rätsel-Games passiert wenigstens auch immer mal was im Chat. Sag mir bitte lieber mal, wie ich das Level jetzt hier löse, kurz. ich weiß es nämlich nicht. Wenn ich Flag hier in die Ecke schiebe, ist es schon durch. Aber ist Flag? Ja, aber wie mache ich das? Wie kriege ich einen Flag da hoch? Das ist ja, ich komme ja hier. Das Einzige, wie ich Flag schieben kann, ist hier rüber. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Hier, jetzt habe ich es komplett in der Ecke. Oh! Ach, Wall ist überhaupt nicht stop! Leute! Na gut, das. Oh, jetzt. Da habe ich die Wall aber dran gekriegt jetzt. Ah, okay, ja. Es gibt nicht die Regel, Wall ist stop. Wall ist einfach nur da. So machen wir das. So. Ups. Das war einer zu viel. Und jetzt gehen wir schön in die Flagge rein. Okay, ich war schon kurz vorm Aufgeben. Alles klar. Gut. Ist das hier zuerst? Ah, hier kommen wir noch nicht lang, oder was? Ach, wir müssen hier so Blumen einsammeln. Wir haben jetzt 8 Pusteblumen und 0 von den richtigen Blumen. Oh, der erste Endboss. Die Krake. The Lake. Baba ist cute. Ich weiß nicht, ob es die Regel gibt. Jetzt sind wir in einem Unterlevel. Ach Gott. Im Unterlevel vom Boss-Level, oder was? Was ist das jetzt? Okay, na gut, man hätte auch einfach sagen können, ja, gut, wir zählen halt jetzt von 1 bis 100 hoch oder wir machen von 1 bis 7 und dann machen wir nochmal 1 bis 10 und da sind auch nochmal 3 Level drin, die gehen auch nochmal 1 bis 5. Flag is win. Unsere Flagge ist von Jellyfishes umgeben und die sind sink. Also die sind nicht synchron, sondern die sinken. Baba is you and sink. Und ich sehe, sink können wir rausschieben. Das heißt ja grundsätzlich erstmal, wenn ich da reingehe, bin ich erstmal weg. Gut. Wenn ich Baba is you and sink, was heißt denn das? Da bin ich. Herr Jelly is sink? Aber das macht mir jetzt gar nichts, oder was? Ach, das ist ja Wasser. Warte, aber wenn ich jetzt in so einen Jelly reingehe, dann gehe ich auch drauf. Okay. Baba is you and wall. Was passiert dann? Aber wir haben keinen Baba mehr. Gut, alles klar. Baba ist dann weg. Ja, aber Wall is you wäre doch nice, oder nicht? Ich kann auch die Flag nicht rausschieben. Jelly is sink kann ich auch nicht verändern. Ach, ja, ist ja gut. Was kann ich denn hier machen? Nix. Oh, warte. Doch, ich kann das End noch rausschieben. Was bringt uns das? Mach Sink weg. Ja, wo soll ich den Sink wegmachen? You auch rausschieben. Ja, und dann ist ja wieder, dann haben wir ja wieder verloren. Wenn ich jetzt View rausschiebe, gibt's uns nicht mehr. Verloren. Wir könnten sagen, Baba ist Wall, aber dann gibt's auch kein View mehr. Dann gibt's uns auch nicht mehr, dann sind wir einfach weg. Ist, glaube ich, nicht die Rätsellösung. Da ist nur noch Baba. Baba ist Wall. Nö, achso, ja, habe ich gerade mal getestet. Geht nicht. Geht nicht. Wall is stop. Also, das können wir auch nicht verändern, weil das hinten an so einer Ecke dran ist. Da kann man nichts verschieben schon mal. Genauso wie Jelly is sink. Wir könnten vielleicht noch. Wall. Wir haben auch kein Is. Wir haben
kein Is, mit dem wir spielen können. Ich glaube, alles, was wir machen können, ist Baba, Is, You and irgendwas. Aber das hat ja auch nicht geholfen. Oder Wall. Warte mal. Nee, Wall. Wir haben keinen Push. Ich kann die Wall nicht mal bewegen. Okay, da geht's schon los. Da geht's los. Jetzt wird's tricky. Baba is You and Ball hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Kann ich hier irgendwie restart? So. Ups. Achso, ja gut. So, Baba is You erstmal auflösen. Wenn wir Baba is You and Ball machen, das hatten wir eben schon mal. Dann sind wir auch weg, weil dann verwandelt sich Baba in eine Wand. Und dann gibt es keinen Baba mehr. Und dadurch haben wir verloren. Das wollen wir also nicht. So, also ganz wichtig war, wir müssen Zink erstmal auflösen. Aber womit können wir denn noch spielen? Wir haben ja nichts anderes, oder? Seht ihr noch andere Begriffe? Flag is... Win... End... Nee, doch, ja, ich könnte das End noch holen. Flag is Win... End Wall. Flag is Wall? Würde das gehen? Hier oben einfach noch ein End dranhänge. Flag is win and klar. Ach so, jetzt ist die Flagge eine Wand. Okay, das hat uns gar nichts gebracht. Wall and jelly is sink. Na, wir können Jelly nicht bewegen. Ich krieg Jelly nicht da weg, ich kann es nicht ziehen, ich kann es nur schieben und schieben gehen. Ich kann weder an Jelly is Sink noch an Wall is Stop was verändern. Was Carlotta sagt, and you. Baba is you and Wall. Das hat man doch schon. Flag is win and you. Flag is win. Ja, aber wie kriege ich das you? Ich krieg das you nicht da hoch. Wenn ich das you auflöse, dann sind wir direkt... Kaputt! Restart. Okay. Also, wir hatten eben Flag is Win and Wall. Dadurch hat sich unsere Zielflagge hier drüben in eine Mauer verwandelt. Bringt uns das was? Irgendwas scheint wichtig mit Wall zu sein. Dafür ist es ja da. Vielleicht machen wir Wall and Jelly is Sink. Aber das hilft auch nichts. Nee, geht auch nicht. Genau, sagt Carlotta. Nee, das geht auch nicht. Hoi, 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 hoi. Level 8. Na gut, es ist ja Level 1. Da geht's schon los. Musik zerstört mich jetzt schon. Zerstört mich richtig hart. So. Dello TX. Was sagst du? Einfach Uwe 42. Vorschläge. Logs. Gabby Gabman, wie sieht's aus? Ich habe euch extra zugeholt. Ihr seid meine Anrufjoker. Publikumsjoker und Telefonjoker. Ich rufe dann einfach jemand an, wenn ich nicht weiterkomme. Das ist dann mein großer Joker am Ende. Ich habe gerade nicht zugeschaut. Ja gut, dann kommen jetzt nochmal die gleichen Vorschläge, wie gerade eben schon, willst du mir damit sagen. Flag is win. And Zink bringt auch nichts. Was ist das Problem? Ja, ich weiß nicht, was man macht. Das Problem ist, wir kommen nicht weiter. Ja, ups. Also, was wir definitiv machen müssen, Voraussetzung ist Sink auflösen. Das heißt, wir haben hier dann ein Sink, damit wir durchs Wasser an die Wall rankommen. Das heißt, wir haben zum Spielen Wall und Sink. Wir haben aber kein Is, was irgendwo frei zur Verfügung ist. Wir könnten aus Baba is You End das End noch holen. Können wir einen verschieben? Ein was? Die
Diese Jellies können wir nicht verschieben. Win können wir leider auch nicht verschieben, weil das. Ich kann es weder. Ich komme ja nicht ran. Also ich kann es nur. Nee. Ich kann da nichts außerhalb des Bildes hinausschieben quasi. Vielleicht geht es später noch. Vielleicht können wir über die Grenzen des Daseins hinaus. Boah, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh schon ins Straucheln komme. Alter Vater! Baba is you. Das ist schon mal klar. And. Ja, wir können. Hä? Wir haben doch nichts anderes. Aber End bekommen wir? Ja, das End bekommen wir, indem wir das einfach hier noch eins rüberschieben. Und dann können wir uns noch das End holen. Ich weiß halt nicht, ob das bei uns das. Wir haben halt kein Is. Das heißt, wir müssen es mit irgendwas von den vorhandenen mit End verknüpfen. Das heißt, wir könnten Wall and Jelly is Sink zum Beispiel. Das bringt, glaube ich. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich kann alles mal so ausprobieren. Ich glaube, das bringt halt nichts. Weil das geht ja erst unter, wenn einer drauflatscht. So. Und jetzt? Ich kann ja. Und jetzt da reinlatschen. Ach nee, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mal reinlatschen, weil es ja Stop ist. Okay, das hat also gar nichts gebracht. Wir holen uns Wall zurück. Wir holen uns End zurück. Unten können wir noch machen. Wall and Wall is Stop. Oh, warte, wir können Wall and Baba is You machen. Hier, wir schieben es einfach vorne rein. Ich hatte es bisher noch keiner vorgeschlagen, sonst einfach hart ignoriert. Wall and Baba. Und jetzt. Ah, jetzt bewegen wir uns einfach komplett darüber. Ja, geil. Was jetzt? Oh shit, ich habe das U weggeschoben. Oh. Oh nein, bin ich nach oben oder was? Ah, reicht trotzdem. Och, gerade so die Flagge noch erreicht, ey. Huiuiui, ja, man kann mal was vorne davor schieben. Okay, muss man dran denken. Okay, jetzt haben wir eine von acht. Eine von acht. Okay. Nicht schlecht. Das war easy, sagt der Mähne. Ja, das war easy, schmeasy. So, ich gucke erstmal. Also, es wird nichts verdeckt durch mein Overlay. Das ist schon mal gut. Wir sind Baba. Wir sind hier ganz rechts. Neues Level. Wall is stuck. Okay. Eins legen wir schon mal fest. Und dann kommt der Rest. Wall is Stop. Ist eine feste Größe in diesem Level, weil wir kommen überhaupt nicht aus der Wand raus. Das heißt, wir können Wall is Stop auch überhaupt nicht auflösen. Das heißt, fest ist Wall is Stop. Skull is Defeat. Können wir auch nicht verändern. Das heißt, dieser Skull, der da rumdümpelt. Flag ist halt doch, wir kommen raus. Wir kommen raus, weil ich sehe Crab. Ich sehe Crab als Wort und ich sehe Crab als Symbol. Das heißt, wir müssen irgendwie Crab is You wahrscheinlich machen. Okay, langfristiges Ziel wird sein Crab and Baba is You, damit wir mit der Krabbe zur Flagge kommen am Ende. Mana has pushed. Nicht schlecht. Ja, okay. Wir haben Rock is Push. So. Was mit dem Stern? Star is Sink. Na, dann schieben wir da einfach mal so einen Stein drauf, gucken mal, was passiert. Zack. Skull ist Defeat, das heißt, das wird einfach nur jetzt da durchgeschoben und ich sterbe dann, wenn ich drauf gehe. Okay, gut, dann werden wir den Stern nur noch brauchen. Sagen einfach mal, Star ist Push. Schieben den Star jetzt da drauf und jetzt müsste doch das Ding verschwinden. Ja, yes. So, ich glaube, den Rock brauchen wir schon gar nicht mehr. Schieben jetzt schön das End hier rüber. Ich sehe gerade, ich kriege das Crab dann nicht mehr davor.
Ah, ich muss zuerst rein und dann das Ant hinterher bringen. So, hätte ich Crab jetzt nämlich an den Rand geschoben, wäre ich ja nicht mehr dahinter gekommen. Haha, so ist besser. Crab and Baba is you. Oh, na, schön, die Krabbe. Jetzt bin ich nämlich übrigens beides. Guck hier, jetzt bin ich hier die Krabbe und Baba. Oh, wir holen uns die Flagge und das war's. Nice. Okay, Level 3. Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier 8 Level spielen, damit wir weitermachen können, oder was? Im Oberlevel. Algal? Was ist ein Algal? Ist das ein englisches Wort für Alge, oder was? Algal ist Defeat. Okay, ein Herz habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Keke ist Move. Keke! Hier, guck mal, Keke habe ich aber auch schon mal. Oh, jetzt können wir mich nicht mehr sehen. Achtung, ich mache mich mal kurz zu Keke. Hier, jetzt bin ich Keke. Guck mal hier, Keke. Der sitzt hier rum. Ich bin schön vor den Chat erstmal gesetzt. Ich setze mich mal oben, hier oben links hin. Stört es nicht so. Jawohl, Baba ist you, hier unten rechts, können wir uns merken, gell? Baba ist you, ist hier unten rechts die Regel. Und ja, gut. Okay. Okay. Immer wenn ich mich bewege, bewegen sich auch die Kekes, aber die Kekes bewegen sich immer nur in die eine Richtung, in die sie laufen. Und Space ist Wait. Ah, bei Space bewegen sie sich, ohne dass ich mich bewege. Okay. Love is Win. Wie ändert man die Richtung von Keke? Love is... Ne, wir können zum Beispiel. So, wir nehmen mal hier. Wir warten mal, bis der auf der Höhe vom Herz ist. Ah, war einer zu spät. So. Keke ist Move. Jetzt ist Keke nicht mehr Move. Ah, aber Keke ist auch nicht Push. Doch, doch. Wir machen jetzt Keke zu Push. Und schieben den schön hier rein. Und jetzt... jetzt müssen wir Keke wieder zu Move machen. Ah, jetzt habe ich die Richtung von Keke geändert, oder? Ich glaube schon. Ah, oder? Müssen wir noch Love is Push machen. So, und jetzt? Jetzt schiebt das mit Sicherheit schön in mich rein. Pass auf. Ich stehe einfach nur hier, nichts ahnend. Gucke ich hier nach links und denke mir, ach ja, hier ist aber eigentlich ganz nett. Gut, dass... Was? Was ist das denn jetzt hier? Wer kann den jetzt hier von hinten plötzlich an, Mensch? Der arme Baba. Ich wurde von hinten einfach komplett überrascht von dem Keke. Der Keke. Das ist bestimmt so sein ungeliebter Cousin oder sowas. Der Keke. Aber schön, dass jetzt noch mehr Charaktere eingeführt werden. Okay, wir sind Baba und wir haben so einen Pillar. Ich lese nur vor, was hier steht. Wir sind Baba und wir können den Pillar pushen. Okay, ich sollte nicht zu oft darüber reden, glaube ich. Baba is you. Star is defeat, das heißt, wir dürfen schon mal nicht in die Sterne reinlatschen. Flag is win, wall is stop. Das steht rechts unten. Ach, sorry. Star is defeat. Ja, ist natürlich... Das ist ja echt... Boah, jetzt nehme ich hier mein ganzes Setup auseinander. So, jetzt bin ich oben. Jetzt kann man alles sehen. Ab jetzt wird alles besser, glaube ich. Okay. Naja. Können wir Flag is Push oder was? Nee. Doch, könnten wir, aber dann können wir den Pillar nicht mehr reinschieben. Ja, aber der Star defeatet nur mich und nicht diesen... Nicht diese Säule. Okay, wir können Wall is Stop auf jeden Fall hoch und runter schieben. Und wir können Baba is You austauschen. Wir können zum Beispiel sagen, Pillar is You. Das ist, glaube ich, jetzt die einfachste Variante. Wir haben ja genug Pillar. So, jetzt nehmen wir hier den... Ah, die verschwinden nicht. Ach, die verschwinden nicht. Die töten uns nur.
Okay. Okay, 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 okay. Na, dann sagen wir doch einfach mal, was kann man noch sagen? Na, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir nehmen den Pillar und sagen einfach, Pillar ist Star. Ne, dann ist es ja auch Defeat, ne? Dann verwandeln, warte mal, wenn wir es jetzt so, ach nee, wenn wir es so rum machen, verwandeln sich alle Säulen auch in Sterne. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Nee, das hilft uns nicht. Das machen wir nicht. So, holen wir den Pillar zurück. So. Flag. Wir können Flag ist Push machen. Was bringt uns dann das? Dann ist ja... Dann können wir die Säulen nicht mehr zum Schieben benutzen. Und Wall ist Stop ist Push. Geht auch nicht, ne? Das akzeptiert er wahrscheinlich gar nicht als mögliche Regel. Nee, will er nicht. Meine eigenen Regeln machen. Oh Gott, das wird ein bisschen schrecklicher als Flag ist Pillar. Also Flag ist Win. Aber wir haben kein End. Das ist... Ach so, warte. Ah, du meinst hier, das ist... Von unten noch mit dran schieben. Ja. Aber jetzt haben wir keine Gewinnbedingungen mehr. Jetzt erreichen wir niemals eine Flag. Weil Pillar ist nicht Win jetzt. Nee, Idee war, glaube ich, nicht schlecht. Wir könnten also, wenn Pillar ist Push und Flag ist Push wäre, dann könnten wir einfach mit den Pillern die Flag rausschieben. Dann, es wundert mich ein bisschen, dass wir hier Baba is You rumschieben können und prinzipiell verändern können. Könnten wir Baba is Star ist Defeat? Achso, aber dann haben wir kein U. Dann sind wir ja... Dann sind wir tot. Sag ich doch, Wall ist Push. Ja, aber Wall ist Push geht nicht. Wie? Ah, doch. Ah ja, du hast recht. Du hast recht, ja. Ich muss die Dreidimensionalität mit einbedenken. Ja. Let's go! Pillar ist Baba. Ich glaube, Wall is Push ist der richtige Ansatz. Ah, aber wir haben trotzdem nicht Flag is Push. Hey, das bringt uns auch nichts. Was ist Pillar is Baba? Ja, aber Pillar ist Baba. Pillar ist You. Weil wir brauchen noch eine Bedingung, die dann You ist. Weil wenn wir einfach Pillar mit Baba austauschen, gehen wir darin verloren in dieser Rechnung. Und dann passiert Folgendes. Oh, Pillar ist you. Ach ne, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Ne, das bringt nichts. Du hast gesagt, Baba ist... Das kriege ich, glaube ich, nicht mal hin, ohne diesen Satz zu zerstören. Ach doch, ja, hier. Baba ist Pillar. Damit hat sich Baba in eine Säule verwandelt und wir sind gar nichts mehr. Das ist dann die große Frage, was sind wir eigentlich? Wir haben uns dann komplett aufgelöst in nichts. Die Wall ist ja auch Stub. Ja. Meinst du, hier passiert jetzt was oder was? Naja, da passiert halt nichts. Okay, ich versuch mal mit der Wall die Flag rauszuschieben, okay? Weil du meinst, es ist Stub, also müsste die eigentlich... Nee. Weil Flag ist halt nicht Stub. Das ist das Ding, es schiebt sich einfach alles drüber. Flag is you. Könnte kompliziert werden. Wie kriege ich das U da hoch? Flag ist okay. Oh, warte, Flag ist Push! Ach, dann ist aber nichts anderes Push, ne? Jetzt ist nur Flag Push. Oder? Oh Mann! Flag ist U. Na, das Ding ist, warte, wir könnten ja.
brauchst mehr Wände dort. Wo brauche ich mehr Wände? Ich starte es nochmal von vorne, okay? So. Schieb mal Ball gegen den Stern. Ja, achso, nee, dann. Da ist nichts passiert. Das defeatet leider nur uns. Ihr verdammtes Star ist defeat! Um die Flag zu pushen. Du brauchst mehr Wände dort, um die. Ich kann die Flag nicht pushen. Ich hatte doch eben mehr Wände da. Die haben sich einfach unter diese Flag drunter geschoben. Das bringt nichts. Das hätte die Flagge nicht bewegt, weil Flag ist nicht Push. Flag ist einfach nur Win. Flagge hat keinen Push gerade. Und das Einzige, wir haben auch nur einen Push. Das ist das Ding. Also Flag is You wäre eine gute Methode, aber ich krieg das nicht da hochgeschoben, weißt du? Weil wie kriege ich das jetzt da hoch? Sobald ich eins davon bewege, bin ich tot. Wir werden ihn leider nur in die Richtung hier schieben. Außer, warte. Und angenommen, ich habe jetzt hier noch ein Is. Bringt das was? Ich glaube nicht. So, mal angenommen, ich habe hier. Doch, ich könnte mich langsam hochbewegen, aber ich glaube nicht, dass das Rätselslösung ist. Ich könnte beispielsweise, wenn ich jetzt das mache und sage, Pillar is you, und dann nehme ich hier so einen Pillar und sage, nö, ich will aber, dass Baba is you ist. Dann schiebe ich mit Baba is you, jetzt bin ich wieder der Pillar, jetzt will ich aber wieder, dass es Baba ist. So könnte ich mich nach oben bewegen, ja. Es ist, glaube ich, gerade einfach nur Beschäftigungstherapie. Ich glaube nicht, dass uns das in irgendeiner Weise was bringt. Das ist doch niemals die Lösung. Sieht irgendwie umständlich aus. Aber wenn es dann die Lösung ist, lieber Mene, dann fällt auch nichts mehr ein. Ja, wir kriegen das U halt trotzdem nicht. Nicht nach links. Oder? Warte mal. Nee, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Hui. Flag is win. Wall ist einfach. Jetzt weißt du, warum sich Florentin so angestellt hat, ey. Kein Wunder, das ist verdammt schwer. Wir gehen hier kein Licht an. Ich mach nochmal. Oder? Bringt das Vorteil, dass ich das jetzt so schön da hoch bewegt habe? Pillar is win. Wie soll ich einen Pillar da hinkriegen? Ich könnte höchstens Win is Pillar machen und ich glaube, so funktioniert die Grammatik in diesem. Whoopsie. So funktioniert die Grammatik in diesem Spiel, glaube ich, nicht, dass man es einfach umdrehen kann. Ja, ist gut. Win is Pillar. Kann man mal probieren. Nee, der liest nicht von unten nach oben, das ist das Ding. Flag is win, is pillar. Das macht er auch nicht, ne? Dann bräuchten wir ein and. Das würde nämlich alles nicht. Aber flag is win, is push können wir machen. Bringt uns auch wieder nichts. Hat man, glaube ich, alles schon. Weil wir. Nee. Ach, zwei is gehen einfach nicht. Okay. Zwei is gehen einfach nicht in einem Satz. Gut. Alles klar, wenn er das sagt. Baba is wall. Können wir machen. Das kriegen wir hin. Wir waren auch schon. Och man, ich verbaue hier alles. Pillar, ey, ganz ehrlich, Pillar, hau ab jetzt hier. So, jetzt könnten wir. Baba is you und Baba is wall. Und wir haben keinen Baba mehr. Ach. Wall is Baba. Wall ist Baba. Hm.
Wallace Baba könnte funktionieren, aber ich krieg das Stop auch nicht auseinandergeschoben. Das Wallace Stop kriege ich ja nicht. Ah doch, Wallace Baba, ich kann es ja nach rechts schreiben. Ah ja, na klar. Warte, 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 wir testen. Ja, bitte. Ach Gott. Oh, jetzt hatte ich das eben so schön da hochbewegt. Muss ich das jetzt wieder machen? Warte, also mal ganz logisch gedacht. Wall ist Baba. Da haben wir ganz viele Babas. Aber wir kommen trotzdem nicht durch den Stern durch. Weil Star ist immer noch defeat. Und der Stern verschwindet nicht, wenn wir defeated sind, oder? Der ist immer noch da, der ist einfach da. Bleib einfach da, der Stern. Das heißt, auch wenn wir ganz viele Babas haben, wenn sich sämtliche Wände in Babas verwandeln, und wir laufen in geschlossener Front, schön, wir stehen hier und sagen, okay, let's go! Und dann sterben einfach alle hinten an der Ecke, weil wir nicht durch diese Sterne durchkommen. War eine gute Idee. Ich finde, es ist eine... Also Wall ist Baba ist irgendwie trotzdem eine gute Idee, glaube ich. Aber es ist noch nicht... ist noch nicht der letzte Schritt. Aber es let's go. Schön, schön, dass jemand Neues hier rein in den Chat gefunden hat. Freut mich. Schön, dass du dich hier dran beteiligst. Ich hoffe, es wird nicht zu deprimierend heute. Ein bisschen die Klappe zu weit aufgerissen am Anfang, glaube ich. Okay. Gibt's, ich muss mal mehr trinken, damit mehr Flüssigkeit zum Gehirn kommt. Was können wir noch machen? Wir können aus Wall mal Wall is you, Wall is push. My German is not so good, but I'm practicing. Okay. Seriously? I don't know if you're kidding or not. I don't know. Pillar is defeat. Um es noch etwas komplizierter zu machen, also machen wir das. Dann machen wir Pillar is star is defeat. Was muss man doch mit diesen Pillern machen? Sind wir mal ehrlich. Ey, wir haben 1, 2, 3, 4 Regeln. 5. Und das zerstört uns alles quasi. Pillar is push. Okay. Können wir machen. Pillar is push. Und dann... was, wir haben wir? Win, push, stop, defeat. Und win ist unveränderlich. Win ist unveränderlich, das kriegen wir nicht da weg. Wir können nichts anderes als win definieren. Das heißt... die Flagge ist auf jeden Fall unser Ziel. Star is defeat. Können wir auch nicht verändern. Können wir auch nichts machen. Star is, es ist gesetzt. Was können wir dann also tun? Flag is you. Flag is win und is you. Hier kriegen wir you an die Stelle unten links, ey. Kannst du eine Linie von Pillar verschieben? Pillar sind push, ja, ja. Das ist aber, dann haben wir das gleiche Problem, was wir schon mit den Wänden hatten vorhin. So, die schieben sich halt einfach komplett einfach über unsere Flag und über die Sterne drüber, weil die kein Push oder irgendwas haben. Doch, das, die Flag halt nicht. Die Flag hat kein nichts, keine weitere Bedingung außer Win. Was anderes, man kann die nicht verschieben, passiert nichts. Oh, jetzt Pillar is you! Oh, Juli Dalla! Holy Schmoly! Ja, na klar! Oh, was geht, ey, Leute? Einfach nacheinander die Regeln verändern. Alter! Das war krass! Das wäre ich niemals drauf gekommen, ey. Oh, hätte richtig lange gedauert, auf jeden Fall. Nice. Okay, Chatpunkte hier auf jeden Fall für Juli Dalla. MVP aktuell.
Krass, ey. Gary Gatman ist richtig hart geflasht. Brick Wall. Boah, was ist denn das? Ist ja riesengroß jetzt alles. Hier oben rechts in der Ecke steht übrigens nichts, wo ich bin. Wir haben Bama is you, Flag is win und Wall is stop. Und das ist alles und das war's auch. Da kommen wir nicht rein. Okay, das wäre jetzt einfach gewesen. Na dann mach mal. Und dabei ist Wind oder was? Okay, gut. Okay, gut. Oh, was ist das denn jetzt hier? Punkt oder 6? Was sollen wir nehmen? Bonuspunkt hier? Submerged Ruins oder die 6? Was? Also, jetzt haben die Level nicht mal mehr Nummern. Was sind das, Mann? Oh, wir kommen bestimmt in noch so ein Unterlevel oder sowas. Level Lake extra 1. Okay, deswegen ist es nur ein Level. Wie kriegt man hier auch irgendeinen Bonus oder was passiert denn hier eigentlich? So, Baba is you, Wall is stop, Flag is defeat, Rock is push. Okay, ich sehe das Problem. Das Problem ist, wir können es ja einmal durchspielen. Wenn wir das hier rüberschieben, weil aktuell haben wir keine Gewinnbedingungen. Das wird sich auch nicht ändern. Wir müssen Flag früher oder später hier reinschieben. Dadurch ist Crab Defeat. Das heißt, wir kommen nicht mehr an unsere Flagge ran. Und Rock ist pushed. Okay, also jetzt aktuell komme ich hier unten. Ah, Flag ist Defeat gerade. Ach so. Naja. Okay, ich komme hier rein. Baba ist Crab. Ich glaube, ich krieg den. Wie soll ich denn den Stein aus dem Weg kriegen? Ich komme nicht an dem Stein vorbei und dadurch kann ich leider. Also, das muss man ja auf jeden Fall machen. So. Was ist die Win-Bedingung? Aktuell noch keine. Das ist hier drüben. Die Win-Bedingung wird erst aktiviert, wenn wir. Crab is defeat quasi. Wenn wir das hier nach rechts schieben, dann ist Flag win und Crab defeat. Bis dahin können wir uns noch frei bewegen. Wir können zum Beispiel Rock's Push auflösen. Aber wir kriegen es nicht raus. Wir kriegen Rock maximal hier oben in die Ecke geschoben und dann stehen wir wieder da und kommen nicht raus. Also müssen wir erst die Gewinnbedingung einstellen und dann. Okay. Dann schieben wir das mal hier rüber. Gucken wir mal, was wir hiermit anfangen können, ne? Ja, holen wir uns den Rock rüber. Ace können wir gebrauchen. Ace kann man eigentlich immer gebrauchen. Und Push. So, Rock Push bringt uns natürlich nichts mehr. Aber wir können sagen, Rock is you. Und dann kriegen wir zumindest den Rock wieder zurück. So, hier. Aber lieber Rock, ich bin lieber Baba. Lieber Baba als Rock, deswegen. Ah, okay, dachte, du überdeckst da wieder was. Nee, nee. Ach so, ja. Nee, du hast recht. Schwierig zu sehen gerade. Warte, pass auf, ich nehme. Ich lasse Imsen einfach hier unten. Oh Mann, es muss so furchtbar sein, sich das anzugucken, wie ich meine Overlays hin und her schiebe. Ich dachte, ich bin richtig geil vorbereitet, habe alles richtig gut gemacht und dann fehlt mir einfach das Overlay für irgendwas hier oben rechts. So, ich lasse Baba mal hier. Und das ist hier ja komplett über dem Chat drüber. Das kann man ja gar nicht gebrauchen. Dann mache ich das einfach mal ein Stück kleiner. So. Das hier rein. Ja, ein Stück kleiner. Jetzt passt es natürlich nicht mehr so geil. Jetzt ist das unser oben rechts Frame. Hallo! Okay,
So, jetzt wird hier nichts mehr verdeckt. Aber wir gehen trotzdem, wir bleiben mal hier. So. Die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Okay, wir haben Rockus Push, Baba is you. Wir haben uns den Stein geholt, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Was bringt uns dieser Stein? Erstmal hätte ich den losgelöst vom ganzen Rest. Wie mache ich das jetzt? So, hier zum Beispiel. So. Rockus Push. Aber wenn ich den jetzt da rein pushe, das ist nicht, gell? Nee. Das defeatet nur mich erstmal. Okay. Baba's Wall. Leute, wir machen Baba's Wall, oder? Ja, na klar. Warum macht man das nicht gleich? Ach nee, dann ist er nicht mehr you. Dann ist ja nicht, ist Baba ja nicht mehr you. Aber wir können sagen, Rock is you. Wir erstmal ein Rock is Wall. Nee. Wall is you, können wir auch gar nicht einstellen. You is Wall bringt uns, glaube ich, auch nichts. Okay, Bonus-Level ist schon wieder anstrengend. Ein Rock is Baba? Das springt mir gerade ins Auge, das geht, glaube ich, nicht mal, oder? Ja, jetzt habe ich es schön an die Ecke geschoben, wo gar nichts geht. So, bringt's das was, wenn wir einmal ein Stein sind und wenn wir einmal Baba sind? Irgendwie nicht, oder? Und Rock? Na, wir können Rock is Stop machen. So, und jetzt. So, wir bleiben bei der Baba. Och Mann, ey. Was ist mir hier im Weg? Was ist denn das hier so hart im Weg? So. So. Rock ist jetzt nicht mehr Push, sondern Step. Bringt das was? Nee, ist ja trotzdem nicht defeated jetzt. Nö, ich komme einfach nur nicht mehr durch jetzt. Nur noch sagen, Rock is Wall und dann ist komplett dicht. So, zugemacht. Das war's für dich, mein Freund. Aber wir können doch. So, wir holen uns mal den Stein zurück. So. Angenommen, wir schieben jetzt Baba is you auf diese Phase. So, dann haben wir Baba is you. Und dann schieben wir hier noch ein Is rein. Baba is Wall. Ach nee, dann verwandelt sich Baba einfach nur in Wall. Und dann gibt es aber kein Baba mehr, deswegen ist man tot wahrscheinlich, ne? Boah, ich weiß nicht, das Bonuslevel zerstört uns ein bisschen, glaube ich, heute. Roll is Step. Ja, das sind doch. Wir konnten am Anfang können wir doch nichts verändern. Wir konnten doch nichts anderes machen als das. Wir kommen am Ende immer wieder in diese Situation rein. Oder nicht? Also meine Denkleistung hat stark nachgelassen gerade. Wir haben hier 5 Is in dem ganzen Ding. Das bringt uns alles gar nichts. Flag is win, grab is defeat. Rock is you und Baba is crab. Ja, aber... Ach ja doch, Baba is crab können wir machen. Was? Rock is you? Wenn wir den Stein hier reinbekommen und dann Rock is you machen, dann können wir einfach hier reinlaufen.
Ich glaube. Warte mal, funktioniert das? Wenn man. Aber es. Hau mal ab jetzt hier mit deinem Text. So, angenommen. Achso, ach, jetzt ist die Tür nicht mehr aktiv. Okay, folgendes. Rocks push. Schieben Rock mal schön hier an die Ecke ran. Jetzt behalten wir mal Rocks Push bei. Jetzt kriegen wir Rock Assume nicht mehr hin. Geht dann anders. Nee, Crab, ich komme an Crab nicht ran. Das Anfangslevel war, hier stand Crab, hier stand Flag, also das beides stand ein Stück weiter links und hier davor war ein Stein. Der Stein war hier. Den Stein muss ich auf jeden Fall hier rüberschieben, dann komme ich immer noch nicht rein und dann muss ich den Stein hier hinschieben. So, dann ist hier Stein, Crab, Flag. Dann konnte ich mir nur Rockets Push rüberholen und dann haben wir entweder hier das gleiche oder dann haben wir aber keine, um diese Win-Bedingungen zu machen, wir können hier dann nichts anderes machen als Crab reinschieben und dadurch ist Crab Defeat. Rock greifen. Ja, Rock is you und Baba ist Crab. Ich glaube, Baba ist Crab müssen wir gar nicht machen. Ja, wie kriegen wir jetzt noch Rock is you hin? Das ist die Frage. Schon zu weit reingeschoben, glaube ich. So, kann man mal raussteigen. So. Vielleicht ist das Ziel, Baba is. Okay, man muss es mal durchdenken. Also, mal angenommen, wir bekommen Baba is you hier runter. Wir machen jetzt genau das gleiche, was ich eben mit Rocks Push gemacht habe, machen wir aber mit Baba is you. Dann steht hier, dann ist hier der Stein. Hier steht you ist Baba. Hier steht dann Baba. Wir kommen dann nicht auf Rock is you. Wir können es dann nicht echt machen, oder? Vermutlich müssen wir erst die Crabs weg, bevor du die Win-Bedingungen aktivierst. Die kommen, die können nicht weg. Die kann man nicht wegmachen. Die kriegen wir noch nicht los. Also auch durch Defeat. Die bleiben ja da. Es ist nicht wie bei Sync oder so. Die verschwinden nur bei Sync. Oder bei Hot oder sowas. Oder Melt, glaube ich, gibt es noch. Oder sowas. Uiuiui, schon wieder die bösen Sternchen. Weil du Crab. Ja, du hast Crab geschrieben. So wie Kacke. Ja, Crab wollte sie schreiben, aber sie hat es mit P geschrieben. Shit, ey. Ich glaube, die Idee ist schon. Also, es ist ja ähnlich wie eben. Dass wir erst den Rock reinkriegen und das funktioniert ja auch, aber wir kriegen den halt nicht so weit geschoben. Wir können dann Rock is Baba machen. Doch, das geht. Das geht, pass auf. Wir schieben jetzt. So, jetzt sind wir der Rock. Jetzt sind wir wieder Baba. Wir machen quasi das gleiche Spiel, was wir eben gemacht haben. Nur ein bisschen anders. Push da stehen. Das Push brauchen wir doch gar nicht. Verpfeift dich, Push. So, kein Mensch braucht dich. Nein! So. Rock is you. So, jetzt haben wir wieder schön Baba is you. Jetzt haben wir wieder schön Rock is you, Baba is you. Okay, jetzt nicht zu schnell. Das runter. Ja, warte mal, ich
darf Rock, wenn ich das jetzt runterschiebe, habe ich ein Problem. Ich kann es ja erstmal so weit machen, wie ich das dachte. So, jetzt haben wir Rock is you. Also ich brauche doch dieses Push. Scheiße, sonst kann ich ja den Rock nicht. Nee, was ist denn das für ein Mist hier, ey? So, jetzt können wir. Ne, können wir gar nichts. Jetzt können wir gar nichts einfach. Jetzt können wir hier Baba Is You reinschieben. Das bringt uns. Oh, fuck, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja jetzt hier davor sein, damit man den Stein reinschieben kann. Ich glaube nicht, dass es so verkehrt ist, was ich hier vorhatte. Wäre schön, wenn Baba Is You jetzt. Nee, es müsste eins weiter links stehen, aber auch das. Dann kriege ich es nicht mehr rübergeschoben. So, wenn ich jetzt Rock Is You habe, jetzt komme ich mit dem Rock nicht mehr da rein. Boah, willst du mich einfach verarschen hier, ey? Ist ja richtig nervig. Wollen wir dieses Bonus-Level wirklich machen? Ich glaube, das ist zu hart für uns. Ich glaube, das ist zu hart für uns. Wir müssen erstmal in ein anderes Level rein. Also wenn jetzt keiner von euch irgendwie eine zündende Idee hat, dann gehe ich nochmal raus. Dann gehe ich raus und gehe ins, mache einfach ein normales Level weiter. Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt. Zack. Oh nein, jetzt bin ich komplett ins Menü gegangen. Okay, hier. So, wir machen erstmal, glaube ich, schön smooth Level 6. Level 6 ist das, was unserem Stand entspricht. Lock. Okay, hier gibt's schon mal mehr Sachen. Ich glaube, mehr Sachen gefallen mir. So, weiß ich nicht, ey. Door is stop. Door is shut. Also verschlossen. Baba Is You, wall is stub. Okay, Wände sind auf jeden Fall stub. Da können wir nichts dran machen. Baba Is You. Türen sind stopp und Baba Is. So, das heißt, wir kommen hier gar nicht ran, weil das ist stopp und auch verschlossen. Verschlossen heißt, man kann es. Achso. Key is open. Key is open, das heißt, open und shut sind zwei Sachen, die zusammen agieren. Dadurch wird es aufgelöst. Batz. Dadurch ist beides weg. Sowohl der Schlüssel, das ist wie bei Sync, nur bei Sync, ja, löst sich ja beides auf, quasi, wenn man versinkt. Und hier ist Open und Shut löst sich auch auf, wahrscheinlich einfach. So. Flag is Win. Ich würde sagen, wir lösen das erstmal auf. Ist open. Da! So. Das ist nämlich der Rock, genau das, was eben der Schlüssel war. Ja, da kommen wir auch rein. So. Aber das war gut. Das war easy. Siehst du, lieber die Level machen, langsam die Gehirnleistung erhöhen,
Novize Locksmith. Ah, wir werden jetzt zu einem Schmied, zu einem Schlüssellochschmied. Heißt es so? Genau. Okay, Key is open und Key. Ja, da machen wir so eine schöne. Hier, machen wir so ein schönes Plus draus. Da brauchen wir auch nur ein Is. Das will das Spiel von uns und dann schieben wir schön den Schlüssel jetzt darüber. Okay, Door is shut. Haha, kenne ich einen Trick. So, jetzt ist es nämlich nicht mehr. Wie? Ah, es ist immer noch stop. Was denn jetzt? Ja, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Keine Ahnung. Door is open? Nee, Door is push. Was hier die Tür macht. Ich gehe schön in die Flagge rein. So, einfache Level ist das, was mir gefällt. Und von der 7 gehen wir nämlich schön zur 8. Ihr dachtet, wo ich gehe zur 13? Ey, glaube ich aber nicht. Door is open. Hätte eventuell auch funktioniert, aber dann hätten wir wahrscheinlich was gebraucht, was shut ist, damit es sich auflöst, damit er was zum Open hat quasi. Flag ist, ich sehe schon wieder diesen Stern. Der Stern geht mir jetzt schon auf den Sack, ey. Aber okay, der ist zumindest nicht Defeat. Diesmal ist Wall Defeat. Und Stop oder was? Ah ja, Wall ist Stop. Und Jelly ist Stop. Naja, wenn wir jetzt Wall auflösen, dann sind wir halt tot, wenn wir da reinlatschen. Ne? Bringt uns jetzt auch nicht so viel. Oh, oh, bitte nicht alles umreißen. So, wir könnten sagen, ja, Jelly ist halt jetzt nicht mehr Stop und dann können wir über die Jellies drüber laufen. Aber, ja. Wall ist Jelly. Wie wär's damit? Zack! Schon haben wir keine Wall mehr. Ja, das ist geil. Flag is win. Wir haben auch keine Flag. Na dann, halt, was wollen wir? Wir haben halt Jelly is win. Davon haben wir genug. Oh, mehr als genug, sag ich dir. So. Zack! Ich glaube, das wird so der Catchphrase dieses Spiels. Zack! Wenn es so 5 Stunden gedauert hat, um was zu machen. Zack! Oh, jetzt haben wir 8 von 8 oder was? Und dadurch können wir jetzt weiter. Pass auf. Ich würde sagen, wir machen das Level heute noch. Wir gucken mal, wie gut wir durchkommen. Und dann machen wir für heute Schluss. Es sind nur 1, 2, 3, 4, 5. Und dann mal gucken, wie spät es ist, dann gucken wir eventuell nochmal ins Bonus-Level rein. Was sagt er? Ist das ein Deal? So, hier ist wieder ganz wenig los. Rock is Rock. Gut. Das kann man jetzt so sehen. Black is Rock. Aber Black ist überhaupt nicht Rock. Huh. Jetzt ist... Was? Als ich mich bewegt habe, ist Black zum Rock geworden oder was? Schon gerne eine Flagge, um zu gewinnen. Was geht jetzt? Richtig hart ausgekreuzt. Weil Rock is Rock, oder was? Rock is Rock. Na, 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 na. Was ist denn das? Ey, aber Rock is Rock. Und das ist dann... Dann verhindert, dass irgendwas anderes Rock ist, oder was? Okay. Ich glaube, wir lernen erstmal die Regeln hier. Erstmal Regel lernen. So, von der 9 geht's zur 10. 2 Türen, also. Keke is you. Ah, guten Tag, Keke. Diesmal können wir Keke frei steuern. Key is push and open. Mhm. Ich sehe einen Key, aber den können wir aktuell nur da unten rein pushen und da bringt uns, glaube ich, gar nichts. Keke is you, door is shut. Und da unten Flag is win, aber dafür müssen wir erst
die Hecke wegkriegen. Hatch and door is stop. Also die Hecke kann man nicht bewegen, scheinbar. Na dann machen wir. Keine Ahnung, door is you, oder? Also ich glaube, das ist jetzt die Billo-Lösung. Sie hätte bestimmt noch. Ach, nee, es ist nicht die Billo-Lösung, weil Flag ist noch nicht win. Okay. Aber jetzt stört uns zumindest. Oh. Stört uns zumindest die Tür nicht mehr. Ich bin aber lieber Keke als die Tür, muss ich sagen. Okay, und jetzt haben wir hier die Flag. Und die Flag ist, hängt hier einfach nur rum, okay? Hedge and Door ist da. Was können wir denn bewegen? Wir können Keke Door. Door ist Hedge oder Keke ist Hedge oder sowas könnten wir machen. Aber dann haben wir nur noch mehr Sachen, die sich nicht bewegen können. Und Key. Wir haben Key. Wir könnten machen, Key ist. Ja. Ups. So, wir haben hier ein Is. Get Key is you. Schwierig. Wir machen mal. Der Key ist Door. Wäre jetzt nett, ne? Aber dafür hätte ich das wahrscheinlich vorher zurechtschieben müssen. Was ist jetzt hier? Ach, du hast nicht Push oder was? Wie habe ich denn eben die Door bewegt? Ey, jetzt ist hier echt diese Kacktür im Weg oder was? Okay. Und wieder steht mir die Tür im Weg. So, Key ist irgendwas, aber achso, ist so ist ja dann gar nicht, oder? Key, können wir Key is you machen? Oder das? Ich glaube, das geht, oder? Door is you. So, dann muss man Keke zurück. Oh Mann! Oh nein! Jetzt kann ich es gar nicht mehr bewegen. Das war nicht so clever. Achso, aber wenn ich es jetzt reinschiebe, ist ja Key is you. Zack. Und jetzt schon sind wir der Key. Ja, geil. Naja, und dann? Flag is win. Und hier rüber. Tschüss. Ne, mit der Tür in den Schlüssel laufen hat noch nicht geklappt. Wir hätten es einfach nur in die Ecke geschoben, quasi. Ausrufezeichen. Jelly Throne. Level 8, 11. Flag is Flag. Das steht fest, Leute. Das ist unveränderlich. Flag is Push. Aber Flag ist erstmal Flag. Oh, ah, hier haben wir ein großes Problem. Hier kommen wir, nicht mehr, hier kommen wir dann nicht mehr raus. Ah, schön, dass ich erstmal 100 Mal hin und her laufe. Dann mach mal. Das ist doch nicht. Baba. Baba is you, is Jelly geht wieder nicht, ne? Ich glaube, das nimmt er wieder nicht. Aber vielleicht Jelly ist Baba. Hier, na klar. Flag ist Jelly. Flag ist Jelly ist auch gut. Aber Jelly ist Baba gefällt mir noch besser, ehrlich gesagt. Wir sind nämlich jetzt zwei schon. Haha. Und was ist ein Win eigentlich? Ups.
habe ich das vernichtet, was eigentlich der Sieg ist. Okay, wir wollen unten zum Jelly. Okay, dann... Na, ich hab's trotzdem wieder rüber geschoben. Dann gib mir mal auch das Ist zurück wieder. Na gut, dann machen wir das, was der Mene gesagt hat. Flag ist Jelly. Ah, Flag ist Flag! Flag ist Flag! Ah, ihr könnt aber wieder die Hälfte auch nicht sehen. Kann ich das hier umbenennen? So, ich muss mal kurz in meinem... was ändern? Oben rechts. So, dann kann ich es mal merken. Okay, Aslan. Gut, also das können wir schon mal nicht machen, weil Flag ist Flag. Aber Jelly ist Flag, bringt uns auch nicht. Ah, doch, doch, doch. Wir machen. Wir machen das nochmal hier. Jelly ist Baba. Und dann schieben wir einfach hier Flag. Flag ist Win. Zack. So kriegen wir das. Palum! Komm, das schaffen wir noch vor um 6. Zwei Level noch. Crab Store, Rich. Door is shut and stop. Ja. Und scheinbar auch Defeat. Baba is open. Ah, Baba is open. Okay. Das heißt, wenn wir da reinlaufen, sind wir quasi der Schlüssel und wir lösen uns auf. Wir nehmen mal lieber was anderes als Open. Was haben wir noch? Baba is you. Door is shut and stop. Hedge is stop. Okay, da außen sind die Sachen, die unveränderlich sind. Star haben wir nicht als Wort. Das heißt, wir kommen auch nicht raus. Alles klar. Okay. So. Wir haben noch keine Win-Bedingungen. Wir können sagen, Baba is win einfach, oder? Und dann war es das doch, oder nicht? Weil Baba vorher Defeat ist. Ah, wir müssen an Baba ist Defeat vorbei. Baba ist Baba. Ah, okay. 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 Wir müssen irgendwas als Open nehmen. Wie wäre es mit Flag is Open? So, dann nehmen wir die Flagge. Mit der Flagge öffnen wir dann... Aber ist die Flagge auch Push? Natürlich nicht. Also müssen wir die Flagge erst dahin schieben. Okay. So, Flags Push. Okay. Aber das geht auch nicht, weil es Stop ist. Nicht der richtige Ansatz scheinbar. Aber wir können sagen, Flag ist Baba. Wir können sagen, Flag ist Baba. Dann haben wir zwei Babas und einen davon können wir opfern, indem wir sagen, Baba ist... Was? Ja. Baba ist open. Zack. So. Dadurch haben wir das Wort Crab. Wir können also jetzt mit der Krabbe was anfangen. Zum Beispiel Crab is win. Oh, aber dann ist zwischendurch Baba auch Crab. Aber wenn wir Baba wieder... Baba ist Baba. Was jetzt passiert? Warum sind wir jetzt gestorben? Baba ist Crab. Ach, weil Baba ist You da unten steht. Flag können wir schon mal komplett vergessen jetzt. Flag können wir nichts mehr anfangen.
Aber alles, was wir jetzt da reinschieben, in das verwandelt sich Baba ja. Und dann ist es direkt Defeat oder was? Nee, warte, wir machen erstmal schön, safe, damit er sich nicht mehr verändert. Baba ist Baba. So. Und jetzt können wir Crab da reinschieben oder nicht? Ja, Baba ist nämlich nicht Crab, mein Freund. Crab ist nämlich Win. So läuft es hier. Form 6. Ein Level haben wir noch. Gib mir das. Burglary. Was rauben wir jetzt schön aus hier? Baba ist you, door is stop. Wir kommen also nicht raus. Key is defeat. Schlüssel ist Vernichtung. Ja, stimmt. Ich wollte es nur kurz prüfen. Und ja, okay. Wir haben noch keine Win-Bedingungen. Star is push. Diesen komischen Stern können wir also schön durch die Gegend schieben jetzt. Ja. Key is open. Bringt glaube ich nichts. Ist irgendwas shut schon? Nee. Wir können sagen, Wall is shut. Zum Beispiel. Und jetzt machen wir Star is open. Diesen Schlüssel ignorieren wir erstmal komplett. Ist mir vollkommen egal. Chat ist ruhig geworden. So, Star is open. Das heißt, wir nehmen jetzt den Star und schieben den irgendwo gegen die Wand. Zack. Und damit kommen wir schon mal raus. Okay. So, Key is defeat. Erstmal weg damit. Und jetzt können wir Keys Win machen, oder? Klar, sehe ich doch. Und dann holen wir uns den Schlüssel. Geil. Brauchst du denn Hilfe? Nö, hast recht. Super. Aber jetzt könnte ich vielleicht wieder Hilfe gebrauchen, wenn wir uns nochmal in dieses Bonus-Level wagen. Okay. Unsere heutige Nemesis. Das ist alles viel zu groß dargestellt, ey. Das macht mich schon fertig. So. Was können wir jetzt? Wir können in der Tat nichts machen. Hier sterben wir. Hier können wir schön drum rumlaufen. Und Wall Stop können wir nichts verändern. Und Baba, hieran können wir auch noch nichts verändern, weil alles, was wir jetzt verschieben, tötet uns quasi. Das heißt, unsere ersten Schritte stehen einfach fest. Es steht einfach fest, was wir am Anfang machen müssen, oder nicht? Wir gehen da rein, schieben den Stein rein. Oh, wir müssen ihn... Warte, wir müssen ihn noch nicht ganz reinschieben, wenn wir Rocks Push auflösen zumindest. In die Richtung schieben wir es mal lieber nicht, dann kriegen wir es nicht wieder. So, jetzt können wir auch einfach über Rock drüber laufen. Und den restlichen Kram holen. Okay, ist ein bisschen andere Ausgangssituation als vorhin. Was passiert, wenn du das gesamte Baba Is You in die Flagge schiebst? Nix. Dann passiert gar nichts. Weil, die Flagge wird sich, das You wird sich einfach über die Flagge schieben. Warte, ich zeig, kannst dir ja mal beispielsweise mit Push zeigen. So, das wäre ja dann jetzt das You. Und wenn wir das hier rüberschieben, würde hier über den Krebsen einfach Baba Is You stehen und das You wäre über der Flagge und das wäre alles. Nichts weiter würde passieren. Ich hole mir mal das Push wieder zurück. So. Aber wir können... Warte. Wir können. Wir platzieren Baba hier unten.
Wie kriegen wir hin, dass dann von vielleicht probieren wir das doch mal. Wir schieben das Baba Is You mal komplett rein. Wir machen mal das, was der Mene gerade quasi angedeutet hat. Oh Gott, das kommt. So. Wir haben es ja vorhin schon irgendwie hingekriegt, dass wir das Baba Is You. Genau, mit Rock Is You und so, ja. Ich lass Push erstmal weg. So, jetzt schieben wir mal. Okay, das wird gar nichts. Dann kommen wir nicht mehr rein. Das ist ja ein Riesenproblem. Das ist ja ein riesiges Problem. Anders, anders, wir machen es komplett anders. So. Wie komme ich denn jetzt hier an Baba ran? Ich würde gerne Baba Is Push machen. So, ich. Work Is. Nee, haben wir doch schon. So würde ich es eigentlich. So. So hätte ich es gerne. So, Baba Is Push. Und jetzt schieben wir nämlich. Mann! Ich will doch nur den Baba da reinschieben. So. Jetzt schieben wir Baba darüber. Machen das hier. Und das! Lässt sich das Crab oben rechts irgendwie wegschieben? Ja, so wie wir es gemacht haben, lässt sich. Jetzt hier noch ein zweites Bonus-Level aufgegangen, oder was? Yay! Wir gucken mal rein. Vielleicht ist es ja so einfach, dass wir das direkt lösen. Es sieht genauso aus! Es ist nur noch, ist nur noch umständlicher geworden. Es ist noch ein Jelly dabei, oder was? Gleiches Problem. Gleiches Problem wie eben. Aber wir haben nur noch eine von diesen komischen Krabben hier. Aber die löst sich auch nicht auf. Sehe ich doch jetzt schon, dass die sich nicht auflösen. So, Jelly ist nach wie Flag ist nach wie vor Defeat. Okay, das heißt, wir müssen ja hier rein. Und diesmal müssen wir sogar komplett rein. Weil um hier reinzukommen, muss ich alles definieren schon. Krass, okay. Na ja, dann holen wir uns mal Rock rüber. Aber ist es jetzt groß anders als eben? Ja, schon, ne? Ups. So, Rock Is You. Was ist das? Was habe ich hier fabriziert? Jetzt komme ich nicht mehr an den Stein ran. Ja, aber. Hä? So, und jetzt bin ich. Baba. Und jetzt. Okay.
Okay, jetzt kann ich mir den Rock holen. Nein, Rock ist noch nicht Busch. Ich den Stein dahin stelle. Dann muss ich erstmal Rockies Push nach unten kriegen, damit ich das da reinschieben kann. Und dann habe ich aber immer noch. Dann kann ich mich nicht mehr zum Rock machen. Oder? Doch, ich könnte dann noch Rockies Baba machen. Aber nicht Baba's Yoga. Ich glaube, da hättest du noch was anderes vorher machen müssen. Was denn? Krabbe vorbeikommen sollst, ja, das ist das Ding. Naja, eben wäre der Plan gewesen, quasi hier, die Maus seht ihr, ja genau, das seht ihr. So, hier quasi den Stein hinzustellen, dann steht hier Rock is Push und dann gehe ich hier rüber und schieb den Stein rein. Dann ist der Stein hier, Push ist, dann ist, steht hier Rock. Baba is you, aber das bringt nichts. Beides unten zu haben wie vorhin? Ich kann doch. Ups. Ach, falsche Figur gewesen. Okay. Ich kann doch zum Beispiel. Ich kann doch hier wieder so eine Plusform machen, oder so, wenn ich sage Baba is you. Hier dieses zweite ist, brauche ich doch gar nicht zwingend. Kann ich doch sagen, hier. Jetzt habe ich ja noch so ein ist übrig. Ich schiebe das mal rüber. So. Jetzt könnte ich. Ich lasse den Stein da weg. Ich könnte den Stein mit dem ist zumindest reinschieben. Doch, ich glaube, das könnte funktionieren. So könnte es funktionieren. Ich muss jetzt nur denken. Das ist das große Problem, was man dann hat. So, hau mal ab, du aller Stein, ey. Ah! So. Das ist so das. Ah! Oh, jedes Mal ein fertig hier. So, okay. Aber jetzt krieg ich den Stein doch wieder nicht vorbeigeschoben, oder? Alter, was ist hier los, ey? Ich schieb das Ist jetzt erstmal runter. Jetzt schiebe ich das Baba hier rüber. Rock dahin. Push dahin. Komm immer noch nicht mit dem Stein da raus. Okay. Ich verbaue mir hier die ganze Zeit Kram. Das hat doch auch schon wieder nicht gebracht. Bewegt er sich jetzt, wenn ich dein Schiff? Ja, okay. Also jetzt noch einmal. So, okay. Es war richtig umständlich, aber ich glaube, so wird es jetzt funktionieren. So, jetzt mach ich schön Rock is you. Zack, und schon sind wir da Stein und sind hier drin. Oh, okay. Congratulations, wenn jetzt noch mal 3 kommt, drastisch aus. Area complete! Damit haben wir doch ein gutes Ziel für heute erreicht, würde ich sagen. Puh, okay, das...
Und Luna? Was jetzt? Oh, guck mal, wie schön jetzt hier diese Blume. Das heißt, und das sind die Blumen, die wir kriegen müssen, um hier unten reinzukommen. Wir mussten es tatsächlich komplett machen auch. Heißt, nächste Woche sehen wir uns hier. In, keine Ahnung, ist es dann Level 2? Ist es dann Layer 2? Mein Akku ist auch gleich alle, sagt der Mähne. Gut, dann schnacken wir nicht lange rum, sondern return mal schön zum Menü. Ja, das war's mit der ersten Session. Bye bye, see you. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Klickt gerne auf nächste Woche wieder auf das Video, sobald es hochgeladen wurde. Oder wenn ihr mal live dabei sein wollt und hier eure schlauen Kommentare reinschreiben wollt, weil ihr das alles viel schneller hinbekommt als der Mann. Seid gerne eingeladen, einfach vorbeizukommen und hier mal ein bisschen für Furore zu sorgen im Chat. Auf geht's! Ich weiß noch nicht wann. Sonntags auf jeden Fall. Treffen uns einfach um 10 sonntags. Jeden Sonntag. Und dann können wir im News-Stream ja noch drüber sprechen, wann die nächsten Streams so stattfinden. Vielleicht bleibt's beim Sonntag, müssen wir mal gucken. Gut, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche dann auf jeden Fall. Tschüss!